Mumien. Mumien sind Überreste von tierischen oder menschlichen Körpern, die vor dem Prozess der Verwesung beschützt werden. Mumien sind also Leichen und Leichenteile, die weiter nicht ganz verwest sind, wo also nicht nur die Knochen übrig geblieben sind, sondern eben auch andere Teile. Mumien gibt es in verschiedenen Teilen der Welt, nicht nur in Ägypten, wo sie besonders bekannt sind, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Zum Beispiel gibt es auch Mumien in Europa. Es gab gerade in der Renaissance und auch später in Italien und Südamerika einen gewissen Mumienkult. Das heißt, Eltern wollten zum Beispiel ihre Kinder weiter sehen oder auch die Ehemann, Ehefrau wollte, dass der Partner weiter irgendwo sichtbar ist. Die religiösen Mumienkulte, zum Beispiel in Ägypten, aber auch in Südamerika und in anderen Ländern, beruhten darauf, dass man denkt, dass die Verstorbenen weiterhin einen Zugang brauchen mit dem menschlichen Körper. Manchmal war auch die Vorstellung, dass die Seele, die den Körper verlassen hat, weiter als Segenskraft erhalten bleibt, wenn man den Körper erhält. Umgekehrt wird zum Beispiel in Indien gesagt, dass es gut ist, relativ schnell den Körper zu verbrennen, damit die Seele versteht, dass der Körper zu Ende ist, und die Verwandten haben auch die Aufgabe, dem Verstorbenen zu sagen, dein Leben hier auf der Erde ist zu Ende, deine Aufgabe ist es, in die höheren Astralwelten überzugehen. Verlasse uns hier, deine Aufgabe ist es, weiterzugehen. So gibt es unterschiedliche Ansichten für das Leben nach dem Tod und wie man würdig damit umgeht.